Liebe Angler und Anglerinnen, liebe Fischerfreunde, darf man zurzeit in Österreich angeln gehen oder nicht? Ja, das ist die Frage, die wir in diesem Video erklären möchten. Heute ist der 20. März 2020 und seit einer Woche gelten Beschränkungen in Österreich. Und seit heute ist klar, die Ausgangsbeschränkungen werden um mindestens 3 Wochen verlängert, somit bis Ostermontag bzw. 13. April 2020. Das Coronavirus bzw. Covid-19 betrifft uns alle. Und es haben auch sicher alle schon viel davon gehört oder auch gelesen. Es werden in den sozialen Medien in den letzten Tagen viele Diskussionen geführt, ob man in Österreich zurzeit angeln darf oder nicht. Auch ob man einen Ausflug machen darf oder nicht. Diese Diskussionen werden teilweise sehr heftig geführt. Und es gibt viele Postings mit Falschinformationen, meist aus Unwissenheit und unqualifizierten Hörensagen zu diesem Thema. Vielleicht ist auch das Wort Verkehrsbeschränkungen für einige von euch verwirrend. Mehr dazu später. Seit kurzem gelten in Österreich bis auf Weiteres strenge Regeln. Das ist bei allen Schattenseiten, die dies mit sich bringt, aber aus heutiger Sicht aufgrund der Umstände auch eine durchaus gute Sache. Beschlossen wurden letztes Wochenende das Covid-19-Maßnahmengesetz sowie Erlässe und Verordnungen. Geschäfte, Schulen und andere öffentliche Orte bleiben geschlossen. Aber darf man jetzt nicht angeln gehen? Vorab, auch ich zähle selbst zur Hochrisikogruppe. Es geht in diesem Video nicht darum, ob man jetzt angeln gehen sollte oder nicht, oder ob es angesichts des Coronaviruses und den Bemühungen, die Verbreitung einzudämmen bzw. zu verlangsamen, eine gute oder eine schlechte Idee ist. Die Antwort ist zum aktuellen Zeitpunkt relativ einfach. Ja, man darf in den meisten Teilen Österreichs angeln gehen. Auch wenn manche etwas anderes behaupten und man immer wieder Schlagzeilen hat oder sonstigen Blödsinn liest, dass Beamte Leute weggeschickt haben. Wenn man das aber ordnungsgemäß macht, gibt es kein Gesetz in Österreich, was momentan dagegen spricht. Vorige Woche wurde das sogenannte Covid-19-Maßnahmegesetz erlassen. Es ist ein sehr umfangreiches Gesetz. Dieses Gesetz in voller Länge kann man sich im Internet zum Beispiel herunterladen. Und dazu gibt es dann eine Verordnung und auf die kommt es an. Da steht dann Paragraph 1: Zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten. Da könnte man jetzt annehmen, dass öffentliche Orte auch Angelgewässer betrifft. Es gibt aber Paragraph 2: Ausgenommen vom Verbot gemäß Paragraph 1 sind Betretungen. Da wird einiges aufgezählt. Und der für uns interessante Punkt ist, wenn öffentliche Orte im Freien alleine mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben oder mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens 1 Meter einzuhalten. Was bedeutet das? Man darf laut dem Gesetz und der Verordnung mit Leuten, in denen man im Haushalt lebt, also mit der Familie oder auch alleine, angeln gehen, solange man zu anderen Personen mindestens 1 Meter Abstand hält. Ich würde ein bisschen mehr empfehlen, aber 1 Meter steht in der Verordnung. Ja, von gesetzlicher Seite aus darf man noch angeln bzw. fischen gehen. Ich wiederhole, zum aktuellen Zeitpunkt, heute 20. März 2020. Eines steht für mich fest, angeln ist zurzeit nach zu Hause bleiben die zweitbeste Sache, die man machen kann, um gesund zu bleiben. Solange man sich an die Regeln hält. Es gibt also keinen Grund, das nicht zu tun, wenn man sich an die Regeln hält. Das heißt, Abstand 1 Meter und auch einiges andere zu beachten. Ich persönlich bin bis jetzt die letzte Woche, obwohl wir es vorhatten, nicht angeln gegangen und werde es auch die nächste Woche wahrscheinlich nicht tun. Aber es bleibt jedem selbst überlassen. Es ist ja schon inzwischen Ärger als Fischschneider, die dem anderen Angler den Fisch schneidig sind, zwischen denen, die angeln gehen können und die nicht angeln gehen können. Also liebe Leute, bitte, wir wollen alle diese Krankheit nicht, wir werden uns alle an die Maßnahmen halten, aber seid netter zueinander und in den Foren, im Internet geht es momentan wirklich drunter, drüber und zu weit. Warum muss man solche Dinge lesen wie, was genau habt ihr an Bleibt zu Hause nicht verstanden? Das kann man sich sparen. Ebenso geht es nicht darum, Signale auszusenden oder nicht auszusenden.
das ist alles Blödsinn. Schauen wir, dass wir alle gesund bleiben, dass wir bald wieder normal angeln gehen können, dass wir bald wieder ein normales Leben führen können. Schauen wir einmal, was die Landesfischereiverbände in Österreich zu diesem Thema auf ihren Homepages veröffentlichen. Der Wiener Fischereiausschuss sagt ja. Der Niederösterreichische Landesfischereiverband hat eine sehr gute Erklärung auf seiner Seite und sagt ebenfalls ja, man kann jetzt fischen gehen. Ebenso sieht das der Oberösterreichische Landesfischereiverband und gibt auf seiner Seite Informationen, was man beachten sollte. Der Landesfischereiverband Salzburg bestätigt auf seiner Homepage auch, dass es grundsätzlich zulässig ausschaut, angeln zu gehen, und weist auf eine ganze Menge Dinge hin, die dabei zu beachten sind. Der Landesfischereiverband Steiermark drückt sich auf seiner Homepage etwas vorsichtiger aus. Die Fischereiverbände der restlichen Bundesländer haben zurzeit keine Angaben auf ihrer Homepage. In der Natur habt ihr einen Sicherheitsabstand zu allen anderen, der sicher größer ist als ein Meter, wesentlich größer als beim erlaubten Einkaufen und auch beim notwendigen Einkaufen. Es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, sich in der Natur aufzuhalten, solange man den Abstand zu anderen Personen einhält. Auch das Argument, man könnte einen Autounfall haben auf dem Weg zum Angeln, ja, den kann man haben, aber das ist dann schon extremes Pech. Und davon sollte man sich nicht das ganze Leben für die doch längere Zeit von mehreren Wochen unnötig erschweren. Ich wünsche euch Petri für alle, die am Wasser sind und alle, die zu Hause sind. Das ist auch in Ordnung. Apropos, wer jetzt glaubt, dass ich angle, das stimmt nicht. Ich bin nur in meinem Garten unterwegs und das darf ich auf jeden Fall. Selbst wenn noch eine Ausgangssperre kommen sollte, darf ich das. Alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter, auch in ein paar Monaten wieder.